Als erstes bereite ich das Absauggerät und den Absaugkatheter vor. Entscheidend ist es, möglichst steril mit einer Non-Touch-Technik vorzugehen. Nichtsdestotrotz nehme ich zusätzlich einen sterilen Handschuh für die endotracheale Absaugung. Wichtig ist es, den Teil des Katheters, den ich in die Trachealkanüle einführe, nicht zu berühren, um steril zu bleiben. Ohne Sog, das heißt ohne das kleine Löchlein abzudecken, führe ich den Katheter ein, nicht länger als die Trachealkanüle selber ist, und baue Sog auf und ziehe den Katheter langsam mit leicht kreiselnden Bewegungen zurück. Dies kann ich bei Bedarf mehrmals wiederholen.